Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen in der Buchhandlung Schmied. Bookshop-Konzert ohne Publikum, dafür mit einem der ganz großen bayerischen Singer-Songwriter und Storyteller, wie es so schön neudeutsch heißt. Bin froh, dass er bei der ersten Videoreihe mit dabei ist. Er kann mühelos zum Brüllen komisch sein in seinen Texten und Liedern und im nächsten Moment dann wieder poetisch leise. Herzlich willkommen, Matthias Kellner. Also, keine Ahnung, wie wir das jetzt hier machen, weil ich euch nicht sehe. Aber ich gehe stark davon aus, dass ihr alle da seid. Ich spüre es fast. Ich spüre jetzt schon, dass dann später, wenn die Aufzeichnung ausgestrahlt wird, das ist ein anderes Thema. Ich spüre jetzt das erste Mal einen Song. Servus, mein Name ist Matthias Kellner und ich bin ein wichtiger Liedermacher. Jede Woche legst du dir einen neuen Guru zu, irgendeinen Kartentrick so oder so, ein Wunderbuhr, und dem rennst dann hinterher, kostet's was will. Und alle deine Freunde, die rennen auf die Ei, Alter, wir doch mal erwachsen, Zipfi krieg die Ei, aber nix, was die Song, kannst du jetzt noch hören. Auch ich keiner mag verstehen, wirst du geht, die checken alle nicht. Wirst dann geht. Die Song ist einfach so gut und verzögert dir, das war wirklich gescheiter. So was wie mir zwei, das kann niemals was werden, jetzt geh weiter. Da 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 da. Und am Samstag, da sitzt du wieder an der Bar, trinkst eine halbe nach der anderen und dann wird dir klar, es gibt irgendwas da draußen, das könnt ihr jetzt noch retten. So ein Mädel, das dir einmal einen Kopf vertraut, das gern Fußball spielt und immer mit dem Mofa fährt, nur eine pure Illusion, aus der nie was wird. Weil die könnt ihr ja verstehen, das geht nicht, dann tut's dir doch nur weh, das geht nicht. Sie sagt, ihr seid doch so gut und verzögert dir, das war wirklich gescheiter. So was wie mir zwei, das kann niemals was werden, jetzt geh weiter. Na 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 na. Ihr seid doch so gut und verzögert dir, das war wirklich gescheiter. So was wie mir zwei, das kann niemals was werden, jetzt geh weiter. Na 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 na. Jetzt kommt der virtuelle Mitsing-Teil, wo sie euch jetzt alle an die Kommentare hinstellt und mit euren Fingern eintippt. Und wir lesen das dann später mal und hauen vielleicht ein Herzerl drunter. Und zwar müsst ihr tippen, schalalala. Oder uo. Diese zwei Möglichkeiten habt ihr. Es ist mir egal, wie sie es macht. Wahrscheinlich werde ich es sowieso nicht lesen, aber höchst doch, ich glaube schon. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, wir probieren es mal. Ich singe es mal vor und dann ist es wurscht, in welchem Tempo das ihr es eintippt. Also das ist, ne, bloß für mich war es jetzt, also ich muss im Takt. Ist ja wurscht. Also es geht so. Schalalala. Okay, ich spiele jetzt mal 10 Minuten dahin und ihr könnt dabei tippen. Es ist, hat ja nicht jeder das 10-Finger-System drauf. Ist überhaupt kein Problem, wir haben Zeit. Das ist das Internet. Aber ihr sollt es schon richtig eingeben, weil wenn ihr es nicht richtig eingebt, dann das Internet vergisst nichts. Das heißt, irgendwann, wenn ihr euch später um einen wichtigen Job irgendwie bewerbt, dann schaut irgendwann auf die Facebook-Seiten von der Buchhandlung Schmidt und sagt, hey, da haben sie sich aber ganz schön verschlimm beim Mitsing-Tipp-Teil. Und
dann haben wir einen Dreck im Schachtel, okay? Ich mach's nochmal vor. Schalalala, ua, 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 schalalala, ua, 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 schalalala, ua, 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 schalalala, ua, 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 ua. Du bist nur ein kleiner Bub, der sich fürcht vor der Welt. Du bist nur ein kleiner Bub, der sich fürcht vor der Welt. Ua, 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 ua. Das war's. Also das erste Lied. Vielen Dank. Danke. Jede Kamera an mich. Ja, es ist total schade, dass ihr jetzt nicht da sein könnt, weil das wäre viel geiler. Da darf man jetzt ein wenig schwitzen vielleicht. Ist gut möglich. Aber ne, es war trotzdem. Es ist auch einmal ein Erlebnis wert, wenn man beim Konzert neben einem sitzt, den man halt nicht riechen kann. Ne, und dann immer so eher in die andere Richtung rüber klatscht und so. Nur dass der Dampf nicht. Ne? Aber es ist echt. Dafür haben wir jetzt hier die Möglichkeiten, dass wir halt hier so Spezialcomputertechnik einsetzen. Ja? Ihr seht ja den riesen Löwen, der hier gerade vorbeirennt hier vorne. Es ist kein Problem, das in der Nachproduktion einfach hier reinzubauen. Wenn nicht, dann ist uns Budget ausgegangen. Aber gerade sind wir noch voll drin. Also schöner Löwe. Das kann man halt live beim Konzert selten machen, ne? Weil wo kriegst du den Löwen her? Apropos Löwen, im nächsten Song geht es um den Löwenzahn. Ne? Also nicht als. Ihr werdet es dann schon. Der ist übrigens, stimmt, genau, das muss ich auch noch sagen. Ich habe ganz viele CDs natürlich, die man alle kaufen kann. Und da oben sind die Links. Der ist auf der Tanzcafé Memory, heißt die CD, ist der drauf. Löwenzahn. Oh, cooler Zebra rennt auch noch vorbei. Ist hoffentlich noch im Budget. Ich bin ein Löwenzahn und ich lebe auf der Autobahn und ich weiß, dass mit Sommer fahren und ich hoffe, es tut nicht weh. Ich denk an meine Mama zurück, die ist auf der Wiesen gestanden. Dann hat mich der Wind davon drang, ich war dahin. Ich bin ein Löwenzahn und ich lebe auf der Autobahn und ich bin ein Wassertropfen. Ich bin vom Himmel gekommen, mit meinen Geschwistern bin ich runtergeflogen. Ich weiß noch nicht, wo ich land und eigentlich ist mir das egal. Die Sonne wird mich wieder auftragen, irgendwann. Ich bin ein Wassertropfen. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin vom Himmel gekommen. Ich bin ein langer Sommer. Ich bin von Weiben gekommen. Es hat mit mir angefangen und mit mir hört's auf. Geh durch die heißen Tage und
Schau, wo's um die Ecken kommt und bis die Blätter fallen keine Zeit lang mehr. Ich bin ein langer Sommer. Ich bin vor Weiben gekommen. Ich bin ein Löwenzahn. Und ich lebe auf der Autobahn. Das war der zweite Streich. So, ja, ich habe nicht so viele Happy Songs, deswegen werde ich euch unter Umständen vielleicht ein bisschen runterziehen, aber das ist kein Problem. Das nächste, was der Hans dann raushaut, ist bestimmt was mehr Uplifting vielleicht. Das war's jetzt. Wir werden das dann, ne, die machen das dann schon so, ne, dass dann das nächste Konzert, das ist dann wieder so, ey. Aber wenn es jetzt noch, ihr habt noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Ihr könnt euch gerne einfach jetzt noch schnell in die Wand legen oder so. Da ist das. Oder bügeln. Das ist eine gute Musik zum dazu bügeln oder Autofahren. Also einfach schnell ins Auto jetzt rein, Handy mit. Ne? Und immer im WLAN-Kreis bleiben. Ne? Das, sonst wird es teuer. In dem nächsten Song, der wird mich immer erinnern an mich, an das Wirtshaus bei uns daheim. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niederbayern. Und ja, also wir haben ja nichts gehabt. Nicht viel gehabt, aber ein Wirtshaus haben wir gehabt. Weil jedes Dorf in Niederbayern hat ein Wirtshaus, mindestens. Wir haben sogar zwei gehabt, aber eins haben sie schon mal zugemacht, weil sie gesagt haben, hey, wieso zwei? Ne? Es wohnen ja bloß irgendwie 50 Leute da. Und das hat sich als richtige Entscheidung erwiesen. Auf jeden Fall, unser Wirtshaus, es war jetzt kein besonderes Wirtshaus, es hat nicht einmal einen besonderen Namen gehabt, es war kein goldener Ochse oder irgend so, es war zum grünen Kranz. Also nicht einmal ein goldener Kranz. Plus, dass man sich schon ein bisschen vorstellt, genauso ein Wirtshaus war das auch. So ein Wirtshaus, das schon seit 400 Jahren gibt und wo man sich schon seit mindestens 378 Jahren denkt, wie können die da drin überhaupt überleben? Ne, weil nie einer reingeht und weil keiner da ist und so. Und unsere Wirtin, die hat das wirklich, also nicht immer die gleiche, ich glaube, es hat einmal einen Wechsel gegeben, irgendwann 1800 oder sowas. Aber die Frau habe ich sehr gern, Ming einfach. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so, manchmal, damals, als ich da hingegangen bin, regelmäßig, als ich da noch gewohnt habe, war ich vielleicht 15 oder sowas. Ne? Und ich bin da reingegangen und da war die Wirtin, die Helga. Und die Helga hat so leicht graumelierte Haare gehabt und so Schürzen an und der Brühen hat es aufgehabt und schon so ein bisschen so Gänsefüßchen. Ne? Und mit 15 ist ja alles alt, was praktisch älter ist als du. Ne? Also selbst wenn es irgendjemand, der 20 ist, also, dann ist schon so, ey, pfoch, ganz schön alt. Ne? Pfoch, 20, da habe ich noch ewig hin, bis ich mal 20 bin. Ne? Und deswegen, und die war definitiv älter als 20 und, jetzt, und da gab es für uns damals nur einen Sprung und der nächste war praktisch dann 70, also ich habe mir gedacht, die muss mindestens 70 Jahre alt sein, die Frau. Die hat schon leicht graumelierte Haare, die mindestens. Und dann 20 Jahre später sagen deine Eltern, hast du es schon gehört? Die Wirtin ist gestorben, ganz jung, ne, mit 65. Und dann fällt dir erst auf, dass die damals überhaupt nicht, dass du jetzt schon in diese Richtung gehst. Altes Weiß. Auf jeden Fall, die war sau cool drauf. Sie hat eher gelungen, hat es tatsächlich eher wie sie wird. Weil die hat immer so Zigarillos, so diese krummen Zigarillos mit dem weißen Mundstück geraucht. Hat es immer geraucht. Und deswegen hat die eher so geredet wie so ein alter Model. Grüß dich. Aber sie hat immer die Kassetten, die man mitgebracht hat, hat's gespielt, weil es eh keiner interessiert hat, weil keiner da war. Deswegen habe ich sehr gern Ming. Und in diesem Song geht es so ein bisschen um die Helga und es geht um einen Abend, den ich stellenweise mit ihr verbracht habe.
Das Lied heißt Geh heim. Und das ist auf meiner Kettenkarussell-CD, die es mit Sicherheit da oben auch bei irgendeinem Link zum Bestellen gibt. Das war das Ende der Werbung. Es ist gleich halbe vier, der letzte zahlt sein Bier. Da liegt noch einer unterm Tisch und ähnlich schaut er dir. Ein ganz normaler Samstag, wie er jeder andere auch. Dir ist mal wieder klar geworden, ganz ohne Glück geht's auch. Und wie die der Wirt unterm Tisch für erzirkt, fällt's dir ein. Sie wohnt nicht weit weg und du musst praktisch vorbei. Geh heim und schlaf dir aus, weil morgen da schaut die Welt schon wieder anders aus. Schon wieder anders aus. Dein guter Freund, der Randstor, fangt die immer wieder auf. Sie hat aus dir einen Narren gemacht, verraten und verkauft. Sie war deine letzte Chance auf ein Leben, so wie man's träumt. Jetzt liegst vor ihrer Haustür, als schlechter Witz getarnt. Du leidst, sie macht auf und sie schaut dich so an. Und du gehst rein. Sie macht einen Kaffee und sie sitzt sie zu dir. Und trotzdem ist vorbei. Geh heim und schlaf dir ein. Weil morgen da schaut die Welt schon wieder anders aus. Geh heim und schlaf dich aus. Schlaf dich aus. Schlaf die Augen. Kann man auch so machen. Ne? Kann man auch ohne klatschen. Die Kameramänner daten gerne, aber die haben immer die Kameras in der Hintern. Das ist schwierig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns mal wieder so in echt sehen. Ich bin im Herbst, bin ich hoffentlich wieder da mit meinen Kollegen von Barbaresi. Und da schreiben wir auch noch, da oben drüber steht dann der genaue Termin, den ich jetzt natürlich nicht weiß, weil die haben es auch alle von meiner Festplatte praktisch direkt gelöscht, wie die verschoben worden sind und abgesagt und so weiter. Waren sofort weg, deswegen kann ich im Herbst mit Sicherheit, ne, außer
Corona sagt, weißt du was, leck mir am Arsch, ich mutier. Dann vielleicht, weiß ich nicht, 2050 oder sowas, ne? Wenn wir dann alle nur noch so Köpfe sind, die in so groß, in so umdrehte Fischbowls drin, ne? Und bloß noch so, naja. Aber dann scheiße ich auch drauf, das sag ich euch. Dann ist mir auch wurscht. Dann spüre ich mal, ob er da ist oder nicht. Ne, weil dann bin ich eben in dieser lebenserhaltenden Flüssigkeit. Und habe jetzt zu viel verraten. Oh, Entschuldigung, wer es noch nicht gewusst hat. Aber alles der Bill Gates verbrochen, das sag ich euch. Wie gesagt, das war jetzt meine wichtigste Message heute eigentlich. Also vielen Dank, dass ihr jetzt da zuschaut und so und dass ihr für alle Künstler, die der Hans hier eingeladen hat in Buchhandlung Schmied und hier spielen lasst und so weiter, dass ihr da was spendet dafür oder CDs kauft oder das teilt und weiter sagt und so weiter. Das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit irgendwie, dass man halt übers Internet so weiter dann euch erreicht. Nee, gar nicht deswegen jetzt nur, dass man jetzt sagt, hey, ihr müsst jetzt da einen Eintritt, digitalen Eintritt zahlen oder irgend so einen Kass, sondern einfach deswegen, dass wir uns halt nicht verlieren. Nee? Also, dass man, stellt euch vor, hey, dann ist im Sommer passiert so viel und so und dann ist Herbst und dann kommt sie irgendwie da her oder so und sagt, was ist jetzt das für einer? Ah ja, das ist der Keiner. Da haben wir Korken gekauft letztes Jahr und dann haben wir gemeint und dann, ne, und so. Ne, dass wir uns einfach nur kennen. Ne? Weil ich, hey, grüß dich. Servus. Sagst du mich? Hi, ich seh. Sau cool, was heutzutage mit der Technik alles möglich ist. Soll ich nur einen traurigen spielen? Ich hätte noch 80. Ne? Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Ich habe jetzt nicht auf die Tour geschaut, aber es ist viel Zeit ist nicht mehr und ich will gar nicht so viel labern. Ich will lieber nur ein bisschen was spielen. Vielleicht einmal was ganz Ruhiges, nicht nur so was Ruhiges, sondern was ganz Ruhiges. Der Song heißt, das sage ich lieber nicht, wie der heißt. Das erschließt sich aus dem Text. Den gibt es auf jeden Fall, den kann man nirgends kaufen oder so. Der kommt auf die nächste CD. Egal wie du die Uhr ziehst, an welchen Gott das du glaubst, mir ist es wurscht, ob du gern Fleisch isst oder Kartoffeln glaubst, und welchen Farbton das deine Haut hat, kann mich nicht weniger interessieren. Der ganze Odel ist mir Pumpel, das kannst du schon langsam kapieren, nur eine Kleinigkeit. Kann mich stören, wenn's es wissen willst, dann sollst es hören. Wenn du ein Arschloch bist, dann kannst du dich schleichen, dann kommen wir zwei nicht zusammen. Wenn du ein Arschloch bist, dann kommen wir zwei nicht zusammen. Und was machen wir dann? Du stehst voll auf Helene Fischer, das ist okay für mich. Du schaust den ganzen Tag Reality-Soaps, sowas stört mich nie. Achselhosen und Jogging-Shirt, also was hat mich noch nie nicht gestört. Und selbst wenn du meine Musik nicht magst, kriegen wir das irgendwie hin. Nur eine Kleinigkeit kann mich stören, wenn's es wissen willst, dann sollst es hören. Wenn du
Schluch bist, na kannst du schleichen. Na kämen wir zwar nicht zusammen, wenn du Schluch bist. Na kämen wir zwar nicht zusammen. Und was machen wir dann? Baby, sei nicht so. Sei nicht so. Sei kein Arschloch. Ihr wisst mit Sicherheit, was jetzt kommt. Jetzt kommt nochmal unser Online-Kommentarchor. Alle, die schon gerne jetzt, also gerade in der letzten Zeit, einfach mal so Arschloch einfach eintippen. Es muss nicht einmal das Wort ausgeschrieben sein, es kann einfach einmal auf Tastatur draufgehauen. Einfach einmal so, Scheiß drauf! Ich halt's nicht mehr aus! Mach raus! Lass mich raus! Das jetzt einfach einmal aufs deine neue MacBook einfach einmal sauber drauf brettern. Das tut unglaublich gut und dann kommen wir sogar raus, ne? Weil man sagt, wichtiger Grund, ne? zum Mediamarkt. Neuer Laptop kaufen. Also, wollte jetzt gar nicht so weit ausführen. Aber wisst, das ist auch so ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem, weil normalerweise hat man dann im Publikum einen drin, wenn man dann schon so 20 Minuten lang labert beim Musikkonzert, der dann irgendwann so, okay, und dann sieht man genau den, weil der sitzt immer in der ersten Reihe, das ist, glaube ich, gewerkschaftlich so ausgemacht, und dann sitzt er da drin und dann, sorry, halt mich keiner auf, ne? Wie gesagt, die Kameramänner, das haben alle. Wir müssen alle reinschauen und so weiter. Keiner da. Mitsingteil, das wollte ich sagen. Also Arschloch oder einfach. Ich fände es fast besser, wenn es einfach einmal drauf hat. Okay? Also. Aber immer auf. Also, wenn das Wort kommt, ihr dürft es natürlich auch mitsingen. Das höre ich zwar nicht. Vielleicht besser, ich weiß nicht, wie gut ihr singt, aber. Wenn du Arschloch bist, dann kannst du schleichen. Das war gut. Kämen wir zwar nicht zusammen, wenn du Arschloch bist, dann kämen wir zwar nicht zusammen. Wenn du Arschloch bist, dann kannst du schleichen. Na kämen wir zwar nicht zusammen, wenn du Schluch bist. Na kämen wir zwar nicht zusammen. Und was machen wir dann? Danke, ihr könnt jetzt zwar nicht mehr Haha oder Klatsch-Klatsch machen, weil die Tastatur hieß. Ihr könnt nicht einmal den Stream aufhören jetzt, wenn es funktioniert einfach nicht mehr. Und das war unser Plan. So, Freunde, einen Song spiele ich noch und dann bin ich eh schon weg. Ne? Also, danke fürs Miterleiden. Wie gesagt, ich freue mich schon unglaublich. Und schaut weiterhin regelmäßig auf die Seiten hier vom Hans und von der Buchhandlung, weil die machen die ganze Zeit ganz coole so kleine Konzerte in der Buchhandlung und die kann man alle anschauen und kann da was spenden, kann die Künstler unterstützen und so weiter. Was eine super Sache ist. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken beim Hans für die Einladung und für die Unterstützung und ans ganze Team, die hier, ne, das sieht natürlich nicht, ne, das schaut jetzt so aus wie so eine leere Buchhandlung, da hinstehen, weiß nicht, 100 Leute oder sowas, keiner hat eine Maske auf, alles ist scheißegal, Party, Anarchie, nein, Schmarrn. Es ist fast keiner da, es hat ein bisschen was Schizophrens, ne, weil man so da sitzt und so, hey, ich bin da zum Unterhalten, was seid's noch alle? Aber es ist trotzdem super schön, wenn man da sieht, wie die Leute alle, die halten alle so ein bisschen an Abstand, ne, und jeder ist so in seinem Dingens vertieft. Und dann kommt wieder einer für Tiere und hust und schreit und aber der wird dann sofort wieder rausgeschmissen. Also höchstens eine halbe Stunde darf ich hinbleiben. So war es bei mir zumindest. Also sie haben gesagt, eine halbe Stunde darf ich hinbleiben. Gut,
dann, ich spiele jetzt nur noch einen ganz kleinen Song und dann bin ich da hier, gell? Also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald einmal in live und in Farbe. Und ich spiele einen Song, einen ganz alten Song von meiner ersten Mundart-CD. Ich habe auch noch englische CDs, habe ich auch noch vier oder so, die gibt es auch. Seht ihr die 80 Links, die da drüber sind, alles Sachen, wo man draufklicken kann. Deswegen heißt es Link, nein, ist jetzt wurscht. Der Song heißt Vielleicht, Vielleicht und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt mutig, alles wird gut. Wie eine Sirene in meinem Kopf, laut und überall, packt's mir wieder mal am Schopf, reißt's mir wieder ein. Das Ding bringt mich nimmer weit, hat's noch nie nicht gemacht. Es ist immer schlimmer geworden, hat mir gar nichts gebracht. Bis auf Worten und Worten, auf irgendwas da drauf. Das ist genauso wie ich wart, wird doch nichts draus. Weil mit Worten und Worten hat noch nie wer was erreicht. Und erst wenn einem das klar wird, hat man eine Chance. Vielleicht, 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 vielleicht. Oh, vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Man wird nicht gescheiter mit der Zeit, man wird nur weniger dumm. Zuletzt kommt dann die Eitelkeit und bringt die langsam um. Ich trau mich kaum noch aus, ich geh, hab Angst vor jedem Schritt. Und trotzdem kommt's mir oft so vor, als kam ich gerade um mich. Mit den Worten und Worten auf irgendwas da draus. Das genauso wie ich wart, da wird doch nichts draus. Weil mit Worten und Worten hat noch nie wer was erreicht. Und erst wenn mir das klar wird, hab ich eine Chance. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht, vielleicht, na 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 na. Oh. Ich lass mich fallen und alles ist viel leichter. Oh, ich lass mich fallen und alles ist egal. Das bisschen, das ich hab, ich glaub, das reicht mir. Ich hoff nur, es wird immer so bleiben. Ich hoff nur, es wird immer so bleiben. Und ich muss nicht immer warten und warten auf irgendwas da draußen. Das ist genau so wie ich wart, da wird doch nichts draus. Weil mit Worten und Worten hat noch nie wer was erreicht. Und jetzt, wo mir das klar wird, hab ich eine Chance. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Das war's, Gwen. Macht's gut.